Ich begrüße die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Sevim Dagdelen. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ja ganz interessant ist, neben all der Kritik, bei vielen schwingt immer auch so ein bisschen noch mit, naja, sind so jung, sind halt Fußballer, kein politisches Bewusstsein, lassen wir mal Nachsicht walten. Naja, ich halte es wirklich für ein grobes Foul, da in einem Londoner Luxushotel mit dem türkischen Staatspräsidenten, der ein Despot ist, Erdogan, zu posieren und ihn auch noch als meinen Präsidenten zu hofieren, während in der Türkei Demokraten verfolgt und die kritischen Journalisten eingesperrt werden. Das ist wirklich schon ein grobes Foul und da halte ich es nicht mit Nachsicht, sondern sie sind erwachsen, sie wussten, worauf sie sich einlassen, sie sind zu einer Veranstaltung gegangen, einer Wahlkampfveranstaltung des Präsidenten, eingeladen durch eine islamistische Stiftung, die AKP-nah ist. Und insofern wussten sie ja, was sie tun. Es ist ganz spannend, vielleicht auch noch mal zu sehen, wie im Internet, wie in den sozialen Netzwerken darüber diskutiert wird. Marie Pschibilla ist bei uns im Studio. Marie, du hast dich ein bisschen umgehört. Welche Reaktionen gibt es denn da? Dieses Nachsicht walten lassen, findet das statt im Netz? Eher nicht, Tatjana. Da muss man wirklich suchen. Und zwar muss man eigentlich schon gucken, fast in die satirische Ecke. Ich habe zum Beispiel hier gefunden, Mickey Beisenherz, der schreibt, dass Özil und Gündogan Erdogan gut finden, pfui, einen homophoben Despoten, der Andersdenkende einsperren lässt, die sollten nicht mehr unser Trikot tragen dürfen. Immerhin steht der DFB für Werte und würde nie bei einem Turnier in einem Land mitmachen, was so ein Despot. Oh, also nochmal die Kritik daran, naja, die WM findet nun mal auch in Russland statt. Auch Shahak Shapira, ein anderer Satiriker, der schreibt ebenfalls, die ganze Bundesregierung kriegt Erdogan seit Jahren in den Hintern. Aber wenn Özil das macht, gehört er natürlich abgeschoben, obwohl er deutscher Staatsbürger ist. Im Zeichen der Meinungsfreiheit natürlich. Ansonsten, ja, ist wirklich eher wenig Nachsicht unter den, sage ich mal, normalen Usern. Hier zum Beispiel auch, ah ja, Özil ist 29 und Gündogan 27, aber nach Bierhoff war ihnen die Bedeutung der Fotos gar nicht klar. Gut, wenn das so ist, dann werden wir das Wahlrecht auf 30 heraufsetzen müssen, bis die Kinderleins die Bedeutung gelernt haben. Also wenig Verständnis. Was ja natürlich jetzt ganz spannend ist und vor allem die Fußballfans umtreibt, ist, sollen sie noch mitfahren, sollen sie nicht mitfahren? Wir hatten im Beitrag eben einen Herrn, der gesagt hat, lieber ohne die beiden in der Vorrunde ausscheiden, als mit den beiden Weltmeister werden. Nein, nein, das halte ich auch für falsch. Wir haben eine Sportautonomie in Deutschland und das ist auch richtig so. Der Sport hat das selber zu entscheiden und das gilt nach sportlichen Kriterien. Und, aber Shahak Shapira hat ja was Richtiges angesprochen. Also ich finde die Kritik an den beiden Fußballspielern wenig glaubhaft von denjenigen, die in keinster Weise beispielsweise die Unterstützung von Erdogan durch die Bundesregierung mit Rüstungsexporten, mit millionenschweren Finanzhilfen, mit der Lieferung von Jagd-U-Booten beispielsweise in keinster Weise kritisieren. Man wäre viel ja, glaubhafter in der Kritik an Özil und Gündogan, wie bei mir beispielsweise, weil ich auch kritisiere, dass die Bundesregierung Erdogan unterstützt, mit Geld und mit Waffen und auch politisch unterstützt. Und deshalb ist das ja auch eine, ja, nur eine schwierige Orientierung für viele Menschen, die auch türkischer Herkunft sind. Wenn die sehen, die Bundesregierung unterstützt Erdogan, warum sollen wir ihn nicht auch unterstützen? Die nehmen das ja gar nicht als ein Unrecht wahr. Das heißt aus Ihrer Sicht keine Konsequenzen für die beiden? Na, ich meine, die Konsequenzen haben die Verantwortlichen zu entscheiden. Das ist nicht die Politik, das ist der Sport, das ist der Bundestrainer, das ist der Deutsche Fußballbund. Und die werden darüber entscheiden. Und ich vertraue ihnen auch, dass sie richtige Entscheidungen treffen werden. Und das Problem ist nur, Özil und Gündogan, dieses Foto macht auf eins aufmerksam, dass wir hier sowohl gesellschaftlich natürlich ein Problem haben, wenn deutsche Nationalspieler, die eigentlich ja eine Vorbildfunktion haben und für Fair Play stehen, nicht nur auf dem Rasen, sondern auch in der Gesellschaft, dass da irgendetwas schiefgegangen ist. Aber das Schiefgegangene geht auch bei der Bundesregierung schief, weil sie ganz offen paktieren mit einem türkischen Despoten namens Erdogan. Schauen wir vielleicht mal, wie im Netz der Ruf nach Konsequenzen artikuliert wird, wenn er denn überhaupt artikuliert wird, Marie. Definitiv. Also es gibt wirklich sehr viele Forderungen nach einer Nicht-Nominierung der beiden jetzt für die anstehende WM. Man kann das allerdings auch so sehen. Ich muss sagen, das ist wirklich eine Stimme, nach der musste ich suchen. Das ist absolut kein Konsens aktuell. Warum muss man eigentlich immer Sport und Politik verbinden? Ich heiße Özils Entscheidung nicht gut, aber das hat doch nichts mit seinen sportlichen Leistungen zu tun. Lasst mal die Kirche im Dorf. Auch natürlich seine sportlichen Leistungen werden jetzt stark kritisiert. Auch hier nochmal, ich plädiere für Nicht-Nominierung von Özil und Gündogan für die WM 2018. nachdem sie sich mit Erdogan ablichten haben lassen. Ich bin sprachlos, dass sich zwei Nationalspieler so naiv verhalten und sich für Propaganda missbrauchen lassen. Auch eben im Hinblick nochmal auf die ja wirklich anstehenden Wahlen in der Türkei. Hier nochmal ein etwas differenzierteres Posting auch. Ich bin großer Gegner von Leuten, die sagen, unsere Nationalelf wäre nicht deutsch, also weil wir ja viele Spieler mit Migrationshintergrund haben. Ich begrüße jeden, der sich für unsere Nation entscheidet, mit offenen Armen, egal ob man die Hymne singt oder nicht. Aber Erdogan in dieser Zeit zu unterstützen, solche Leute, die brauchen wir eindeutig nicht. Und das, muss man sagen, ist wirklich Konsens. Die beiden sollten nicht aufgestellt werden. Sagen ganz viele, auch die vorher Fans von beiden Spielern gewesen sind. Marie, danke schön für diese Zusammenfassung dessen, was im Netz passiert. Frau Dagdelen, Herr Gündogan hat ja versucht zu erklären, hat gesagt, als jemand mit diesem türkischen familiären Background, ich formuliere das jetzt frei, seine Erklärung, war das eine Respektsbekundung und nichts weiter, auch im Namen meiner Familie. Diese Respektsbekundung, ist das Usus in der Form in der Türkei? Nein, also Erdogan ist nicht irgendjemand, er ist Politiker, der im Moment im Wahlkampf steht. Er stellt sich zur Wahl als Präsident am 24. Juni und die Wahlen stehen spitz auf Knopf sozusagen, wer da tatsächlich herausgehen wird als Sieger. Die Opposition möchte natürlich verhindern, dass Erdogan nochmal Präsident wird mit den extremen Machtbefugnissen, die aus dem Verfassungsreferendum vom letzten Jahr resultieren. Und insofern wusste Gündogan, worauf er sich einlässt und ich finde es auch wenig glaubhaft, wie ich sagte, seine Erklärung, weil er wusste ja, das ist eine Wahlkampfveranstaltung von einer islamistischen Stiftung ausgerichtet und die AKP meint, dass die Anfrage ja von den Spielern sozusagen ausgegangen sein muss, weil Erdogan hat akzeptiert, sie zu empfangen, twittern sie. Das heißt, Gündogan wollte dieses Treffen und ich finde, was ehrlicher wäre, dass er sagt, ich habe Scheiße gebaut, ich habe Mist gebaut, ich finde das nicht mehr gut, was ich gemacht habe, ich distanziere mich davon und ich entschuldige mich dafür. Das wäre eine ehrliche Variante, als mit einer so ja, wenig glaubhaften Erklärung jetzt rauszugehen.